willkommen zu einer weiteren Folge von Conscious Love, bewusst im Gespräch, unserem Podcast. Conscious Love ist die führende Dating- und Verbindungsplattform für bewusste und aufgewachte Menschen, für Menschen, die mehr verdienen, als der Mainstream zu bieten hat. Und falls du selbst noch nicht dabei bist, dann melde dich doch jetzt kostenfrei an unter www.conscious-love.com und verbinde dich dort mit weiteren aufgewachten Menschen aus deiner Nähe oder finde endlich deinen Traumpartner oder deine Traumpartnerin, um gemeinsam in die neue Zeit zu starten. Ja, ich bin der Thomas und heute spreche ich mit Dr. Oliver Witwer von provisions.ch. Oliver ist Bewusstseinsforscher, Visionär und Pionier. Lieber Oliver, herzlich willkommen im Podcast. Herzlich willkommen auch, danke. Schön, dass ich hier sein darf. Sehr gern. Ich stelle dich kurz vor für unsere Zuhörer. Du kommst ja aus der Schweiz und du bist ja ursprünglich sogar promovierter Physiker. Das fand ich sehr spannend. Warst dann auch länger in der Beratung tätig, hast dich später auch selbstständig gemacht, hast verschiedene Ideen umgesetzt im Softwarebereich. Und zusätzlich bist du Gründer von Provisions. Das ist eine Plattform, auf der du ja Blogs schreibst, um Impulse zu geben zum Thema Bewusstsein und Bewusstwerdung. Ja? In dem Blog schreibst du auch viel dann über das Thema Partnerschaft, bewusste Beziehungen, Männlichkeit, Weiblichkeit, ja, und viele weitere Themen in dem Bereich. Und deswegen finde ich das unglaublich spannend, heute mit dir mich darüber im Detail über diese Themen auszutauschen. Ja. Hast du noch was zu ergänzen, Oliver? Habe ich was vergessen? Ja, du hast es schon ganz schön zusammengefasst. Ich habe auch noch ein Startup gegründet, so wie du. Zwar in ein bisschen anderen Bereich. Wir machen Handwerkervermittlung, das ist die Femando AG. Und dort haben wir unser Hauptportal, das heißt Hausheld. Da habe ich jetzt, sind wir mittlerweile auch schon 8 Jahre dran, da habe ich die ganze Technik verantwortet, auch Webseiten programmiert, was mir natürlich jetzt auch zugute kam für meinen Blog Provisions, den ich auch jetzt nach Belieben programmieren konnte. Sehr schön, ja, super. Ich bewundere das immer, wenn jemand auch Ideen hat und das einfach umsetzt. Ja, es gibt viele Leute, die mit denen kriegen das aber nicht umgesetzt. Das dann ist halt schade. Und von daher sehr schön, dich auch als Unternehmer begrüßen zu dürfen. Ich möchte gerne einsteigen mit der Frage, wie war dein eigener Bewusstseinsweg? Jetzt hat es gerade unterbrochen, ein paar Sekunden. Jetzt habe ich, falls du eine Frage gestellt hast, habe ich die nicht gehört. Okay. Ich möchte gerne einsteigen mit der Frage, wie war dein eigener Bewusstseinsweg? Ja, das ist ein Weilchen zurück. Also das war 1997. Das war ungefähr Anfang meines Studiums in Zürich. Da war ich, glaube ich, ein Jahr habe ich studiert gehabt. Und ich muss kurz zurückgehen. Mein Vater, der hatte vor vielen Jahren fast täglich meditiert und er hat ein Bücherregal voll mit esoterischen, spirituellen Schriften. Ich habe das einfach zur Kenntnis genommen, gewusst, er meditiert, aber was das genau ist, wusste ich nicht. Und dann 1997 war plötzlich dieser Wunsch da, zu meditieren, mal diese spirituelle Welt, diese geistige Welt zu erkunden. Also ich hatte einfach plötzlich den Wunsch, den Impuls und habe dann angefangen. Ich habe auch als Einstieg habe ich so ein Buch gelesen, der Markus von Strovolos. Da ging es um Daskalos. Das hat mich auch sehr fasziniert. Ja, so war mein Einstieg. Und kurze Zeit später, das war im November, da war ich unterwegs, hatte ein Date, das ist aber zum dritten Mal in die Hose gefallen. Also damals gab es noch kein Handy, ich stand am Bahnhof und wurde versetzt zum dritten Mal. Und dann war es spannend, weil das war so ein erstes Schlüsselerlebnis, wo ich da hatte. Ich stand am Bahnhof und dachte, gut, was mache ich jetzt? Mhm. Ich lasse mir diesen Abend nicht nehmen, das war so der erste Gedanke. Und dann war der zweite Gedanke, gut, wenn ich jetzt hier bleibe und den Abend nicht nehmen lasse, dann wünsche ich mir jetzt einen Menschen kennenzulernen, der mein Leben verändert. Das waren so ganz klare Gedanken, das war nicht üblich in der Zeit, dass ich das so hatte. Und dann habe ich gedacht, gut, dann warte ich mal hier. Habe mich hingesetzt in der Bahnhofshalle in Zürich und kurze Zeit später kam ein Junkie, der wollte von mir Geld und ich
gedacht, ja, den gebe ich jetzt nicht Geld, weil das hilft dem ja nicht wirklich, weil der wird es eh nur irgendwie für Drogen oder sonst was brauchen. Bin ich mit dem ins Gespräch gekommen und während dem Gespräch dreht sich eine junge Frau um und hängt sich dann ins Gespräch mit ein. Und nachdem der dann abgezottelt war, habe ich mit ihr mich ausgetauscht und sie war gerade an dem Abend kurz auf dem Weg zu einem Vortrag an der ETH Zürich über Heilung auf geistigem Weg. Und da Spannend. wusste ich, okay, die wird mir diesen Wunsch erfüllen. Das war einfach so präsent. Und ich habe sie gefragt, und was machst du so? Und ja, habe ich die Geschichte erzählt und dann hat sie gemeint, ja, komm Schmidt zum Vortrag. Und ich, ja, Ja, ist gut. super. Sind wir dahin? Und das war ein Vortrag, wo es um eben Heilung auf geistigem Weg ging. Da war Bruno Gröning, das war ein Heiler in den 50er Jahren in Deutschland. Der Vortrag hielt ein Arzt aus Deutschland, hat dann Geheilte vorgestellt und es ging da um die geistige Kraft, die Heilkraft, die man aufnehmen kann und dann eben Heilung erleben, auch körperlicher Art. Fand das interessant, faszinierend, habe meine Adresse aufgeschrieben. Und dann circa ein halbes Jahr später bin ich da in so Gemeinschaften gegangen. Das sind so Gemeinschaftsstunden, die finden alle 3 Wochen statt. Und dort habe ich dann das endlich mal Menschen kennengelernt, junge Menschen, die auch bewusster waren, die einfach auch sich Gedanken über das Leben gemacht haben. Ich habe da schon meditiert und das war für mich einfach schön, mal Menschen, mich mit ihnen austauschen zu können. Ja, und dann habe ich da halt meine praktischen Erfahrungen gesammelt, weil für mich war das wichtig, als Physikstudent sowieso, ich will nichts einfach glauben, ich will es wissen, ich will es prüfen, ich will es erleben. Und für mich war Spiritualität auch schon als Kind, also ich hatte immer das Gefühl, es gibt, oder ich wusste, es gibt mehr als diese Welt hier, es gibt noch eine andere Realität. Also finde ich sehr spannend, dass du als Physiker einerseits das Naturwissenschaftliche hast und trotzdem gleichzeitig offen bist für die geistige Welt und dass es noch was anderes gibt. Das ist ja teilweise, wollen wir ja, also ich habe auch Chemie studiert, oder ich kenne die Naturwissenschaft und bei mir war es ähnlich, bin auch immer mehr in die Spiritualität reingekommen. Aber oft ist es dann so, dass eigentlich die Hardcore-Wissenschaftler das ja sogar ablehnen, sagen, ja, okay, das sehe ich nicht in der geistigen Welt, also gibt es das nicht. Deswegen finde ich das sehr spannend bei dir, dass dass ein Teil von dir das irgendwie schon mitgebracht hat und offen dafür war und das erforschen wollte. Ja, genau. Also das war für mich schon als Kind klar, wenn Religion etwas Substanzielles ist, dann ist es auch Physik oder dann ist es auch Naturwissenschaft. Also das kann man nicht trennen. Das war für mich schon als Kind klar. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Und das habe ich da auch wieder erlebt. Also ich habe eben dann, als ich diese Kraft aufgenommen hatte, habe ich meine Erlebnisse. Ich habe wirklich Dinge erlebt, die jenseits der materiellen Welt ihren Ursprung haben müssen. Das war für mich klar. Also ich habe das erforscht. Ich habe da Erfahrung gesammelt. Ja, und so bin ich in eine Spiritualität eingetaucht, die wirklich etwas mit dem Leben zu tun hat. Ich habe da auch körperliche Sachen erlebt. Ich habe mich mal verbrannt an einer Lasagne, wie sagt man, Backform. Ich habe die einfach so angefasst. Dann, wie ich es gewohnt war, war alles heiß und rot. Und dann habe ich mich erinnert, Moment, das muss ich ja gar nicht annehmen. Habe mich dann eingestellt auf diese Kraft. Dann hat es 2, 3 Minuten lang gekribbelt. Und dann war gut. Also ich hatte keine Verbrennungen und das war echt beeindruckend. Ja, und ich habe da auch ganz viele spirituelle Bücher verschlungen in der Zeit. Also während dem Studium, Vorlesungen in der Pause habe ich dicke Lorbeerbücher gelesen, 500 Seiten Schmöker, 20 Stück und so weiter. Also ich war da wirklich, das Studium war mehr Teilzeit. Also in der Zeit habe ich eigentlich ein spirituelles Studium und Praktikum durchgeführt, ja. Ja, und wie bist du dann auf die Idee gekommen, Provisions aufzubauen und Blogs drüber zu schreiben? Ja, das war ein paar Jahre später. Also eben, ich war da in dieser Phase, wo ich da auch sehr aktiv war in diesem Freundeskreis. Ich habe da sehr viel die Technik geleitet in der Schweiz, in Jugendgemeinschaften habe ich geleitet, enger Kreis. Also das hat die ganzen Strukturen dort, da war ich sehr aktiv, Tagungen durchgeführt. Hunderte öffentliche Vorträge gehalten, eben über dieses Thema. Und dann, so ich würde sagen, 2008, 2009 bin ich mit dem Begriff Selbstermächtigung
Und auch so mit so Aussagen wie, werde die beste Version deiner selbst in Kontakt gekommen. Damals, Veit Lindau hat mich da ein bisschen inspiriert gehabt. Und ich wusste, irgendwie da ist was dran. Und dann habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt und habe, also ich muss jetzt vorwegnehmen, damals in der Zeit hatte ich das Gefühl, ich bin die Liebe in Person, ich habe keine Aggressionen, ich bin total friedlich und ich war alle immer schön gechillt, Liebe Licht halt so ein bisschen in die Richtung. Und als ich mich dann angefangen habe, mit mir selber auseinanderzusetzen, in mich selber zu schauen, also der Weg des Bewusstseins, das Weg nach innen zu beschäftigen, dann habe ich gemerkt, da gibt es doch viele Schichten in mir, wo ich gar nicht kannte. Also das Thema Unterbewusstsein. Und das habe ich dann angefangen zu erforschen. War Das das, ging ein paar Jahre, muss ich ja. kurz nachfragen, ich bin auch neugierig, war dann dieses Gefühl, dieses Licht-Liebe-Gefühl, oh, ich bin so in der Liebe, ist alles in Ordnung, war das dann so ein bisschen oberflächlich, dass du da wie so eine eigene Blase dir aufgebaut hast, um dann gar nicht so in diesen unterbewussten Prozess reinzukommen? Würde ich nicht unbedingt sagen, also ich war Okay. nicht oberflächlich spirituell, weil ich habe nie einfach irgendwelche Zitate geglaubt und dann für mich das zu einer Realität geformt, sondern ich habe das ja erforscht, ich habe diese Kräfte erlebt. Also das kann ich nicht behaupten. Aber man kommt schon so in ein Weltbild hinein. Man stellt sich vor, die spirituelle Welt, wie die auszusehen hat. Man hat das Gefühl, jetzt habe ich es erfasst, jetzt weiß ich, wie es ist. Ein Stück weit stimmt es ja. Man spürt ja auch, woher man kommt, dass man Geist ist und nicht Körper. Also das hatte ich schon so gefühlt, erlebt. Aber diese ganzen unbewussten Mechanismen, die in einem ablaufen, die waren mir noch nicht so bewusst. Und das war spannend. Dann hatte ich eine Zeit, 3 Jahre lang hatten wir eine Auseinandersetzung juristisch wegen unserem Haus. Da wurden wir zu Unrecht und ohne unser Verschulden quasi hätten fast enteignet, weil die Gemeinde da über Jahrzehnte lang illegal bewilligt hatte und wir mussten es austragen. Und in der Zeit sind Aggressionen hochgekommen. Alles Angestaute, das war da, ich habe es dann auch zugelassen, habe gemerkt, okay, wenn Aggressionen in mir drin sind, dann lasse ich die jetzt zu. Das war ein Prozess. Ja, und das hat vieles freigelegt, freigeschaufelt und auch wieder so innere Erkenntnisse und Entscheidungen sind daraus dann erwachsen. Okay, wenn das doch in die Hose gehen sollte, dann entscheide ich mich, dass ich vertraue, dass es trotzdem gut kommt. Weil das war die größte Angst, dass wir enteignet würden, dann muss ich den Rest des Lebens da unsere Schulden abzahlen. Das waren echt existenzielle Richtig, ja, Ängste. Existenzängste. Und mit denen habe ich mich dann auseinandersetzen müssen und auch auseinandergesetzt. Und das war auch so ein entscheidender Punkt. Was läuft da in mir ab? Also so der Weg nach innen nochmal so. Da hat es wirklich so gegriffen. Und danach habe ich da auch ganz mit meiner Frau zusammen angefangen, mich auszutauschen. Wir haben Situationen beobachtet, wenn wir mit Menschen zusammen waren. Sie ist ein Typ, die spürt alles. Die spürt genau, wenn was nicht stimmt, wenn Leute irgendwie nicht authentisch sind. Und sie hat mich dann gefragt, hast du das auch wahrgenommen? Und ich so, nö, habe ich nicht, weil ich hatte so die Gewohnheit, mehr so, ich war mehr so ein Verstandestyp auf der einen Seite und die Emotionen, die Gefühle, die waren noch ziemlich verschüttet. Und immer wenn sie mich gefragt hat, habe ich reingefühlt und dann konnte ich Stück um Stück in diese Welt eintauchen, konnte es dann auch so erkennen, analysieren. Und wir haben da schon sehr viel, sehr oft, ich nenne es Bewusstseinsarbeit, gemeinsam gemacht. Und das war auch sehr spannend und sehr wertvoll für mich, auch in meine Gefühlsschichten einzutauchen, weil sie einfach gespürt hat, da stimmt was nicht, was ist los mit dir? Und ich war dann gefordert, über diese Dinge zu Ernst. sprechen, hinzuschauen und nicht einfach weiter zu verdrängen. Okay. Und daraus ist dann die Idee gekommen, den Blog aufzubauen? Oder was war so für dich so die zündende Idee dann, hey, das mache ich jetzt und da kommen alle Gedanken, die sich in dir tun, schreibst du da rein und inspirierst die Menschen? Genau, also ich habe jahrelang so viele Erkenntnisse gesammelt, auch Erfahrungen und wirklich auch psychologisch sehr tief in die Menschen hineingeschaut und dann durch das Reflektieren anderer Menschen auch in mich selber. Also ich habe dann immer die Menschen analysiert, was läuft da ab? Warum verhalten sie sich so? Warum sagen sie das, was sie sagen? Dann habe ich aber diesen Spiegel auf mich angewendet.
Verhalte ich mich auch so? Warum triggert mich das? Warum nervt mich der Typ oder die Frau, wenn sie sich so und so verhält? Und dann habe ich so meine eigenen Schatten, meine eigenen unbewussten Verhaltensweisen auch dann wahrgenommen, anerkennen müssen. Und dann haben sie sich gelöst. Und wo ich dann immer mehr bewusst wurde, dass dieser Weg wirklich der Weg in die Freiheit ist. Das andere, die geistigen Kräfte, die sind super und wichtig, aber alleine mit dem kommt man nicht wirklich in die Freiheit, in die authentische Freiheit, dass man mental frei wird. Und ja, ich wollte lange schon dann Vorträge machen, so über Weltbilder, das war so mein Thema, und Glauben und Wissen, Glaubenssätze. Aber es hat lange gedauert. Und dann im Zuge der Corona-Geschichte hatte ich auch noch mehr Zeit, mich zurückgezogen mit meiner Frau. Und dann hatte ich plötzlich den Gedanken, so, jetzt höre ich auf, diese negativen News, alternative News die ganze Zeit reinzuziehen, mich dazu ärgern, Energie zu geben, sondern jetzt mache ich einen Schritt. Das war so der entscheidende Punkt. Ich entscheide mich jetzt nicht mehr auf das Negative zu schauen, sondern ich schaue nach innen. Befreie mich selber und mit dieser gewonnenen Kraft inspiriere ich Menschen. Das war so der Gedanke. Dann habe ich einen Blog programmiert, meinen ersten Text geschrieben, zweiten Text, dritten Text, mittlerweile sind es über 150, glaube ich. Ja, und ja, dann habe ich gemerkt, meine Wahrnehmung der Welt hat sich komplett geändert. Das Negative im Moment ist es für mich total, also fast irrelevant. Nicht, dass ich wegschaue, ich habe das jahrelang angeschaut, ich habe ganz vieles, ganz tiefe Einblicke gehabt, was da so läuft, was da schief läuft, was negativ ist, aber es ist ja eh da und wirklich ändern kann ich es nicht. Ich wollte während der Corona-Krise auch schon Aktionen machen, ich wollte eine juristische Gruppe gründen, wo man mit Anwälten gegen die Regierung vorgeht und so weiter. Also wirklich, da war ich noch in einer anderen Energie. Und dann habe ich gemerkt, dass das macht mich kaputt. Ja, hast du dann, also es sind zwei, also es gibt zwei Perspektiven. Die eine ist so, hey, ich will nichts mehr wissen von dem Negativen, ich schaue das gar nicht mehr an und schick mir bloß nie irgendwie wieder was. Und du grenzt das so komplett von dir ab. Eben, oder es ist so, ja, du nimmst das wahr, du kannst das anschauen, aber du gibst deine Energie nicht mehr rein, weil du weißt, du sagst, ja, ich weiß, das gibt's, ja, und ich weiß, das ist schlimm, aber ich entscheide mich nicht mehr, da jetzt in den Kampf, in den Widerstand, in die Aufregung, in die Negativität zu gehen, weil ich das runterzieht, sondern du nimmst das halt an, okay, das ist jetzt so, aber du richtest dein Leben proaktiv, positiv nach vorne für dich selbst aus, oder? Genau, das Zweite auf jeden Fall. Genau. Also ich habe mich nie gescheut hinzuschauen, aber ich habe gemerkt, je mehr ich bei mir selber diese Schatten erkannt habe, desto weniger haben sie mich im Außen getriggert. Also ich habe ja geschimpft über die Politiker und was das für ja, unbewusste Deppen sind, wirklich. Ich war krass drauf diesbezüglich, wenn ich mich damit beschäftigt hatte, bis ich gemerkt habe, ja, ich bin auch ignorant gewesen, manchmal immer noch. Ich habe auch meine blinden Flecken, wo ich einfach Dinge nicht sehen will. Und wo ich das bei mir erkannt habe, konnte ich mehr Verständnis aufbringen und habe gemerkt, okay, die gehen ihren Weg, erfüllen auch einen bestimmten Zweck, auch wenn es nicht schön ist, wenn es Menschen vielleicht leiden lässt, wenn sie dafür verantwortlich sind, dass Menschen sterben. Aber dann habe ich es aus einer höheren Perspektive betrachten können und gemerkt, es geht um was anderes. Es geht darum, dass wir die Verantwortung für unser Leben übernehmen. Und das wollte ich tun. Und dann war das andere nicht mehr so wichtig, weil, ja, wenn ich bei mir was ändere, Menschen inspiriere, bewege ich viel, viel mehr, als wenn ich allen mit dem Finger komme, guck mal da, das ist negativ und das ist negativ und hier muss man. Das ist der Kampf. Und in dem Moment, wo ich gegen etwas kämpfe, gebe ich ihm Energie. Das habe ich auch schon oft gehört, aber ich habe es dann irgendwann komplett verstanden, weil ich stelle mich unter diese Instanz. Ich gebe ihr Macht. Ich anerkenne, dass sie mächtig ist und ich gegen sie kämpfen muss. Also ich unterwerfe mich ihr und sie spürt das und erkennt, okay, der glaubt, dass ich die Macht habe. Und in diesem Weg nach innen geht es darum, ich nehme die Macht zu mir.
tue alles in meiner Macht stehende, um die Welt und mich selber zu verändern. Ja, genau. Ja, ich habe das ähnlich erfahren. So. Dieser Widerstand ist ja trotzdem, dass du dem Kraft gibst. Und es zieht dir die Energie raus, oder? Und das ist ja auch bewusst so gemacht, dass du, manche sind dafür, manche sind dagegen, aber im Endeffekt beide füttern dasselbe. Und erst wenn du Genau. sagst, okay, ich mache da gar nicht mehr mit und konzentrierst dich auf dein eigenes, gehst nach mehr nach innen oder bringst deine eigene Vision zum Ausdruck, dann kannst du wirklich was schöpfen. Ja. Ja, Ja. genau. Und was da noch wichtig zu sagen ist, ist, dass im Zug dieser Krise sind ja viele Menschen, sage ich mal, ein bisschen wach geworden. Ich sage extra ein bisschen. Also sie haben erkannt, dass da vieles schief läuft, dass da gelogen, betrogen wird, dass da gut, das ist ein Schritt in diesem Bewusstseinsprozess. Einer der ersten Schritte, wo wichtig ist. Aber dann kommt der natürliche Impuls, ich will das bekämpfen. Ich will, dass das weg ist. Gut, rein theoretisch, wir würden jetzt die besiegen, bekämpfen, austauschen. Ja, was hätten wir dann? Wir hätten dann Menschen, die nicht viel bewusster sind, an der Macht wären. Und wir würden denen wieder die Macht geben, die würden sie wieder, weil sie nicht bewusst sind, eben missbrauchen. Und der Weg in eine neue Menschheit ist, dass wir in uns diese Schatten lösen, weil dann tragen wir sie nicht mehr in die Welt. Und wenn das ein Großteil der Menschen ist, Selbstverantwortung übernimmt, authentisch ist, dann gibt es keine, die haben kein Bedürfnis nach Gewalt, nach Machtmissbrauch, nach Dominanz in dieser Art. Diese Menschen sind die Voraussetzung, damit es ein System geben kann, wo eben, ja, wo friedlich ist, wo friedvoll ist, wo die Menschen etwas Neues aufbauen können. Suchen sie wieder, haben sie diese Sucht nach dem Negativen in sich und dann produzieren sie es wieder, so ungefähr. Ich habe das nicht so gut in Worte fassen können diesmal, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja, absolut. Ja. Du hast vorhin das Wort Freiheit genutzt, mental oder emotional frei sein. Also was bedeutet Freiheit für dich genau? Freiheit bedeutet für mich, ich kann erst frei sein, wirklich frei, wenn ich meine unterbewussten Mechanismen, meine unterbewussten Glaubenssätze, Ängste transformiert habe, wenn ich mich von denen befreit habe. Weil diese unterbewussten Anteile, die jeder Mensch hat, mehr oder weniger, die wirken auf eine Art oder auf eine Intensität, die unser Bewusstsein übersteuern, unser Wachbewusstsein. Man kennt es, wenn man jemand triggert beim Thema, wo er Angst hat, also das geht jetzt ein bisschen tiefer, dann kann er nicht mehr klar denken. Er ist Genau. dann im Panikmodus und sucht irgendwelche Dinge vorzubringen, damit das Thema vom Tisch ist. Und solange diese Sachen wirken, bin ich nicht frei. Ich handle aus dem Unterbewusstsein heraus, ich will meine Glaubenssätze, meine Ängste schützen, ich will mich selber schützen, aber nicht bewusst. Und wenn ich mit diesen Mechanismen bewusst werde, dann wird ein Teil von mir, den ich abgespalten hatte, ein Teil von mir, der wirkt, aber den ich nicht wahrnehme, wird bewusst. Und wenn ich ihn bewusst gemacht habe, kann ich entscheiden, will ich diesem Anteil Kraft geben, will ich mich für den entscheiden oder für was anderes. Solange er unterbewusst ist, übersteuert er mich und ich kann gar nicht wählen, wie ich reagieren möchte, wie ich handeln möchte, was ich denken möchte. Das heißt, diese Freiheit ist für dich meist eigentlich diese mentale Freiheit, also diese Freiheit von nicht dann durch emotionale Geschichten oder so diese Trigger fremdbestimmt zu werden. Und Genau. wo denkst du, ist da jetzt der Punkt, um sich bewusster zu werden? Also ganz einfach, einfach ausgedrückt, bei sich selber genau hinschauen. Das Genau. ist einfach, es hört sich ja einfach an, es ist auch einfach, aber wir sind es so nicht mehr gewohnt. Wir haben sowas von die Gewohnheit, genau das Gegenteil zu tun, dass es wirklich schwierig sein kann und auch schwierig ist oft, ja. Ja, genau. Es ist ja, also wir kennen das wahrscheinlich alle, es kommt ein Triggerpunkt und dann komme ich in diese Emotion. Und das kann so schnell gehen, dass ich mich plötzlich komplett mit dieser Emotion identifiziere und dann sage, okay, ich bin jetzt das, ich bin das, ich bin wütend, ich bin sauer, ich bin was auch immer verletzt, keine Ahnung. Und bin dann sofort in diesem
Widerstand eigentlich drin. Genau. Und wie können wir es schaffen, in dem Moment, wo das passiert, bewusster zu werden und sozusagen da genau hinzuschauen, ohne in diesen Automatismus zu fallen und da schon drin zu sein und dann aus dieser Emotion oder Angst oder Wut heraus zu agieren? Weißt du, wie ich meine? Ja, genau. Ich habe gerade kürzlich die Frage bekommen über meinen Telegram-Kanal. Jemand gefragt, ja, und was, wie fängt man an damit? Da ist die gleiche Frage. Was ist der Einstiegspunkt? Und meine Antwort war, das ist so individuell. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass der Mensch die Intention hat, also den Willen sich entscheidet, ich will bewusster werden. Aber allein schon, um diese Entscheidung zu fällen, muss man überhaupt zulassen, dass es so etwas gibt, dass ich vielleicht noch nicht ganz bewusst bin. Also das ist, wo Huhn-Ei-Problematik, wo fange ich an? Also die Intention ist wichtig. Und ich glaube, es funktioniert nur, wenn die Intention wirklich auch von innen heraus kommt. Also wenn die Seele sagt, anklopft und sagt, jetzt, Junge, werde mir bewusst. Mhm. Und dann ein wesentlicher Faktor, wo ich jetzt beobachtet habe bei mir, ist der innere Beobachter. Wenn man sich die Zeit und die Energie reinsteckt und sagt, ich möchte bewusst werden, die Intention, und dann anfängt, sich zu beobachten, also sich immer mal wieder zu fragen, wie fühle ich mich, was geht in mir vor, irgendwas grummelt da, ich fühle mich angespannt, dann wird man sensitiver auf diese inneren Geschichten, man wird bewusster und dieser innere Beobachter, der kann so aktiv werden, dass ich irgendwann merke, oh Moment, jetzt bin ich gerade getriggert. Also das muss man erst mal merken, dass man getriggert ist. Ich habe beobachtet, viele Menschen sind sich dessen gar nicht bewusst. Sie haben einen Wutanfall oder schreiben sich wund da irgendwo in Social Media und ich sehe genau, sie sind getriggert, aber sie merken es selber nicht. Also wenn wir das mal... Diesen Automatismus, genau, der plötzlich abläuft und die Leute denken sich, nee, mir geht's doch gut, aber ja. Genau, aber der war es doch, der da draußen, also der Spiegel, wenn ich den Spiegel erkenne, dass das was mit mir zu tun hat, dass diese Wut, wo ich glaube, der andere macht mich wütend, wenn ich mir bewusst werde, ich erzeuge die Wut in mir, es ist meine Wut, aufgrund seiner Aktionen, Aussagen, ich erzeuge sie, ich bin ja wütend. Und ich hätte grundsätzlich die Entscheidungsfreiheit, will ich wütend sein oder will ich nicht wütend sein. Das ist auch so ein Schlüssel, wenn man das mal verstanden hat und dann mal erlebt hat, ich bin jetzt mal nicht wütend, ich will nicht wütend sein. Die Entscheidung, und sie greift, das ist total befreiend. Und genau, der Beobachter, mittlerweile ist bei mir so, dass ich nach meiner Frau, wir merken, wenn ein Trigger stattgefunden hat bei einem von uns, dann können wir sagen, hey, du wurdest gerade getriggert, ich schau mal bei dir oder was ist los da. Und in dem Moment ist diese Beobachter so präsent und so stark, dass er sagt, Moment, ah ja, stimmt, okay, bin jetzt gerade wütend, lass mich kurz in Ruhe, ein paar Minuten, dann geht's wieder. Es geht schon wieder viel schneller, wieder entspannt es sich. Und früher bin ich oft dann in dieser Wut verblieben und habe so richtig sie, sag ich mal, genossen, obwohl ich eigentlich total angepisst war. Irgendwas in mir wollte diese Wut nähren und haben. Das ist so spannend. Ja, du bist dann selbst wütend auf dich, dass du wütend bist, ja? Ja, genau so. Also das ist faszinierend. Ich habe jetzt was angesprochen. Ich wollte wütend sein. Das muss man auch, das ist auch so ein Erkenntnis, wo man merkt, okay, wenn ich wütend bin, habe ich mich entschieden, wütend zu sein. Ja. Aber ich war nicht autonom genug, diese Entscheidung zu beeinflussen, weil mein Unterbewusstsein war einfach so drauf, Trigger, ich will wütend sein, wumms. Und dann war es eine Einbahnstraße, das ist abgelaufen, das Programm und der bewusste Verstand war einfach im Drama drin. Ja. Das sind alles so Aspekte, wenn die bewusst werden, dann kann es kippen. Ja, super cool. Sind wir sehr schön in die Tiefe gegangen. Ich möchte gerne auf das Beziehungspartnerschaftsthema mit dir kommen, weil auch sehr viel deine Artikel sind über Partnerschaft, Heilung der Partnerschaft, was heißt es, Mann, Frau zu sein, Polarität, ja. Polarität, genau, da habe ich das Wort gesucht. Ich würde gerne einsteigen damit, mit der Frage, was bedeutet denn Liebe für dich?
Liebe, ja, ein großes Wort. Man hat viele Vorstellungen mit Liebe verknüpft, viele Emotionen auch. Und was ich möchte mal negativ einsteigen, also was es nicht ist, definitiv, das habe ich jetzt so richtig erlebt, erkannt, ist dieses Gefühl des Brauchens. Ich brauche meinen Partner, ich brauche ihn, damit ich mich so und so fühlen kann, damit ich diese Sehnsucht nach Geborgenheit, glücklich sein und so weiter, aber dieses Brauchen. Das sind für mich, würde ich sagen, Emotionen, ungestillte Emotionen, Bedürfnisse. Und wenn ich glaube, die vom anderen zu brauchen, dann ist es nicht Liebe. Das Nur ist ist das dann Problem, ja, Abhängigkeit, Bedürftigkeit. Abhängigkeit, genau, Bettlertum. Also man wird zum Bettler, viele Menschen, also die meisten Menschen sind Bettler, weil sie brauchen den anderen, um sich gut zu fühlen. Und das ist auch ein spannendes Thema. Vielleicht kann ich da ganz kurz darauf einsteigen. Wir Menschen, das ist ja ein schönes Gefühl, wenn wir Bestätigung bekommen, Anerkennung, wenn uns jemand ansprechend findet, wenn sich jemand in uns verliebt hat, sind alles, das löst ein Chemiecocktail aus, berauschende Gefühle. Und wir glauben, der andere macht das mit uns. Das ist wieder das gleiche Thema. Aber wenn man da genau hinschaut, wenn mir jemand ein Kompliment macht und sagt, oh, du bist wunderschön oder du bist super, du bist genial in dem Punkt, du hast das super gemacht, dann zieht bei mir etwas und ich sage, oh, der mag mich, der sieht mich. Und dann habe ich ein schönes Gefühl. Ich habe ein schönes Gefühl. Und ich sehe da immer so den Hahnen so, zu diesen Gefühlen. Und wenn mir jemand sagt, mich jemand wertschätzt, mir ein Kompliment macht, dann erlaube ich mir, mich gut zu fühlen. Und dann mache ich so, ziehe ich mir den Kick rein. Ja. Aber ich löse das aus, dieses Gefühl in Ja. mir. Aber ich habe diesem Menschen die Erlaubnis gegeben, quasi mir zu erlauben, jetzt darfst du dich gut fühlen und wenn er mich kritisiert, fühle ich mich schlecht. Ja. Also ich bin total abhängig vom anderen Menschen. Ich habe meine Emotionen, meine Gefühle komplett in die Hände anderer Menschen gelegt. Und das ist so verbreitet in der Welt. Also fast jeder tut das und das ist Also krass, wenn man das mal es so sieht. Aber ich fand es sehr interessant, wie du sagst, das Gefühl gibst du dir ja selbst. Also Ja. der andere gibt dir ja nicht das Gefühl, er sagt halt was und du selbst gibst dir dann die Erlaubnis, das zu fühlen. Genau. Und irgendwie ist es schon so, dass der andere das in dir triggert oder auslöst, weil du halt so bedürftig vielleicht bist, diese Worte zu hören. Dann denkst du so, oh, jetzt bin ich so erleichtert, er hat das gesagt oder ich fühle mich so anerkannt. Das ist dann, also ich nehme das auch oft wahr wie so eine Erleichterung. So, ich habe dieses Bedürfnis, oh, ich will doch geliebt werden. Oh, sie liebt mich. Oh, jetzt bin ich erleichtert. Und eigentlich so, als wäre dann so eine Angst in dem Moment weg und das ist diese Erleichterung, die ich Ja, spüre. Und dann fühle ich genau. mich natürlich besser oder geschmeichelt oder das Ego wird gefüttert. Genau, aber das wird nicht dieses Gefühl, erzeugst du selbst. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil wir denken, oder also ich kenne das auch aus meiner Erfahrung. Wir denken dann, das wird uns gegeben vom Außen. Ja, Ich man fühle meint mich es mit so, dir, man erlebt es ja so. ich fühle mich mit dir so gut, ich fühle mich so gut, wenn ich schnell Auto fahre, ich fühle mich so gut, wenn ich was Leckeres gegessen habe. Aber das sind eigentlich alles Erleichterungen und wir erlauben uns dann so zu fühlen. Ja, das ist ein innerer Genau. Prozess, genau. Da kann man wunderbar reinschauen. Also das nenne ich Bewusstseinsforschung. Ich habe da viel drüber nachgedacht, reingeschaut, was passiert da wirklich? Und eben, es sind Glaubenssätze in uns, die glauben, ich bin dann wertvoll, wenn die anderen mich als wertvoll sehen, wenn sie mir Komplimente machen, wenn ich Luxusgüter, Statussymbole habe, die zeige, dann kriege ich Anerkennung und dann bin ich wer und so weiter. Das ist alles sekundär durch diese Schlaufe, durch einen anderen. Und das ist pure Abhängigkeit. Ich sage nicht, dass diese Gefühle schön sind, dass man die nicht genießen darf. Und ich mag es auch, wenn ich Wertschätzung bekomme, wenn ich Lob bekomme, das tut mir gut. Aber ich glaube, ich würde behaupten, ich bin nicht mehr abhängig davon.
Es ist wie ein Sahnehäubchen obendrauf, aber der Kuchen, das, was mich nährt, das mache ich selber. Und Ganz wenn es wichtiger aber die Punkt. anderen ausgelöst wird, dann bin ich ein Bettler. Ich muss dann Dinge kaufen und zeigen, damit die anderen mir Anerkennung geben. Ich muss irgendwo in meinem sozialen Gefüge, muss ich der Coole sein, irgendeine Rolle spielen, damit sie mich gern haben. Und dann bin ich eben nicht mehr authentisch. Und genauso geht das weiter in Beziehungen, Partnerschaften. Das Spiel läuft da genauso weiter. Also, und ich glaube, eine erfüllte Partnerschaft, der Schlüssel dazu ist, dass es wirklich eine Partnerschaft ist und nicht eine Beziehung, wo man eben bezieht, wo man abhängig ist, zwei Junkies, die gegenseitig sich befriedigen, mal ganz hart ausgedrückt. Das, so ist es nämlich oft. Wenn man das miteinander gemeinsam, diesen Weg gehen kann, eben den Weg nach innen, der Weg des Bewusstwerdens, dann ist für mich, glaube ich, der Königsweg in der Partnerschaft, wenn man genau diesen Weg zusammen geht, in die Unabhängigkeit, in die Freiheit. Dann wird man weg vom Bettler, wird man zum König. Und dann ist es wie eine König und Königin, die eben sich unterstützen, sie sind Partner, aber sie sind nicht abhängig voneinander. Und diese Transformation ist, ich glaube, das ist, ich würde mal sagen, das ist sehr selten gewesen bisher, das zu beobachten, aber es ist der Weg der neuen Zeit. Ja, wie erlebst du das selbst mit deiner Frau? War das für euch auch so ein Transformationsweg in der Partnerschaft? Ja, Ist wir das haben jetzt uns anders? ja, Ist das jetzt anders als wie vor ein paar Jahren? definitiv. Also in den letzten Jahren ist sehr viel gelaufen. Also wir haben eigentlich irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, zu sagen, okay, wir wollen gemeinsam bewusst werden. Wir wollen unsere Schatten anschauen, unsere Ängste anschauen und uns unterstützen dabei. Und seit diese Entscheidung gefallen ist, dieses Commitment, hat sich etwas grundlegend verändert. Das heißt, wenn ich bei ihr was beobachte und ihr das aufzeige, reagiert sie nicht mehr getriggert und wütend und in Abwehr und umgekehrt auch. Also früher habe ich da was überhaupt nicht mögen, wenn sie da meine Schwächen mir aufgezeigt hat. Da habe ich mich auch so gewehrt und gedreht und gewendet und gerechtfertigt und habe mich schlecht gefühlt. Das ist die Un ja, ich kriege Kritik, fühle ich mich schlecht. Das ist genau das Gegenteil von Anerkennung. Da habe ich auch gezappelt und seit wir das uns so entschieden haben, ja, dann geht es viel schneller, sage ich, ja, du hast recht, stimmt. Ja, jetzt war ich gerade unbewusst, jetzt habe ich hier, also oft läuft das so und dann ist der Schatten schon entlarvt, ans Licht geholt, wird angeschaut, anerkannt und meistens hat er sich dann aufgelöst. Also es geht viel schneller und leichter seitdem. Okay, ja, sehr schön. Und eigentlich, um die Frage noch zu beantworten, was Liebe für dich bedeutet. Wir haben jetzt ein bisschen drüber gesprochen, was es nicht ist und wie wir in Abhängigkeitsverhältnisse kommen, in Partnerschaften. Aber was würdest du sagen? Also was bedeutet Liebe für dich? Ich glaube, Liebe. Ich weiß nicht, ob es ein Gefühl ist. Das sind Begleiterscheinungen, es ist auch keine Emotion. Es ist unser Wesen. Also unser innerstes Wesen. Wenn wir das leben würden, dann wären wir pure Liebe. Und das ist nicht Liebe im üblichen Sinn, immer lieb und nett sein, sondern klar, selbstbestimmt, bewusst. Aber jede Handlung, jeder Gedanke dient automatisch dem höchsten Gut, dem höchsten für alle Wesen. Also das kommt dann zum Ausdruck und das sind wir sind Liebe. Ja. Also eher so ein Zustand des Seins, kann man das so sagen? Ja. Ja. Ich glaube, wenn es einfach bewusst sein, weil Bewusstsein ist Liebe, wenn es bewusst ist. Alles, was unbewusst ist, erzeugt Schatten. Schatten erzeugen Schmerzen, Leid, Unordnung. Und Bewusstsein erschafft Ordnung und Verbindung. Okay, das ist sehr schön. Jetzt hast du einige Artikel geschrieben über Partnerschaft, also zum Beispiel einer, Entschuldige, einer deiner Blogs heißt Die Basis einer gesunden, tragfähigen und dauerhaften Partnerschaft, das ist sogar recht aktuell vom Januar 2023. Genau. Da beschreibst du auch ein Stück weit diese gegenseitige Bedürftigkeit, das mangelnde Selbstwertgefühl der beiden Partner, warum wir dann in Beziehungen gehen, also um voneinander etwas zu beziehen. Ja, das steckt schon im Genau. Wort mit drin. Genau. Und was ist jetzt von
von deiner Forschung her, was ist wirklich das Rezept für eine glückliche, nachhaltige, tiefgehende Partnerschaft? Weil das ist ja auch, was ich bei Conscious Love, worum es bei Conscious Love geht, diesen Rahmen zu bieten, dass sich Menschen finden können, die genau danach streben. Und du hast so viel geforscht auf dem Gebiet, was ist das Geheimrezept dahinter, um das zu ermöglichen? Worauf kommt es an? Das ist auch wieder, wo ist der Einstiegspunkt, ist die Frage, aber es geht definitiv darum, wenn man erkennt oder, sag ich mal, eine Resonanz hat zu dem Thema, dass wir eben klassisch in Beziehungen und auch in sonstigen sozialen Gefügen unsere Bedürftigkeit stillen, dass wir es im Außen beziehen wollen, dieses gute, schöne Gefühl, wo wir uns ja eigentlich selber geben, wenn wir das erkennen, dann zu entscheiden, ich möchte das in mir finden. Ich möchte nicht mehr Bettler und abhängig sein, sondern ich möchte in mir gucken, warum brauche ich das von außen? Und warum gebe ich es mir nicht selber? Und dann sind wir automatisch, wenn ich dann anfange, mich zu beobachten, erkenne ich, was ich tue den ganzen Tag, was ich denke und was ich damit bezwecken will. Dann wird es spannend, dann beobachte ich, okay, jetzt gehe ich hier ein kleines Beispiel von mir selber. Ja, also ich habe früher mal gesagt, ja, ich muss mal raus, Tapeten wechseln. Ja. Gut. Und ja, ich habe mir diese Lüge, ich habe die geglaubt. Ich habe sie mir so vorgesagt und wollte Tapeten wechseln. Aber ja, und dann habe ich mich immer so gefreut, weil meine hübsche Frau mich angeschaut hat, mich wahrgenommen hat. Das gab mir ein schönes Gefühl. Und das hat mich dann befriedigt für ein paar Tage. Und irgendwann bin ich am Punkt gekommen, gemerkt, das ist eine Lüge. Eigentlich brauche ich einfach ein paar Blicke. Ich brauche diesen Kick, ich brauche diese Befriedigung, dass ich irgendwie halt ja, gesehen werde, wahrgenommen werde. Mhm. Diese Bestätigung. Und dann habe ich es ausgesprochen, auch von meiner Frau. Und spannend ist nur dieses Zugestehen, das war eine Lüge, es auszusprechen, vor sich selber oder auch vor jemand anderem, das hat alles verändert. Seitdem hat sich dieses Bedürfnis verändert. Also es ist weniger geworden, praktisch nicht mehr da. Ich brauche das nicht mehr. Und in dem Moment als Gegenzug habe ich auch dieses in mir etwas geöffnet, wo mir selber diese Lücke füllt. Es ist jetzt nicht so ein Kick oder so eine berauschende Emotion, die ich mir ständig selber gebe, überhaupt nicht. Aber das Bedürfnis, der Durst nach dieser Bestätigung ist wie weggefallen. Und das ist so genau der Prozess, wenn ich einen Schatten, eine Lüge, die ich mir selber eingebildet habe und unbewusst aufrechterhalte, wenn ich die anschaue, benenne, anerkenne, dann verändert sie sich. Und das ist ein Schlüssel in die Freiheit, weil dann verschwinden die Schatten und ich werde mehr mich selber, ich werde authentischer und dann bin ich mehr bei mir, was ich wirklich bin. Es ist dieses Erkennen dieses Musters auch. Und genau. Ich glaube, das sind Mechanismen, die nicht erkannt werden wollen. Und das gibt den Mechanismen diese Kraft, wenn das unterbewusst abläuft und wenn wir dem dann unbewusst folgen. Und sobald du das erkennst, nimmst du dem die Kraft weg. Weil das will nicht erkannt werden, oder? Das ist so, ich bin da so drin und ich kontrolliere den Typ. Ja? Und der folgt dann diesen Impulsen. Und sobald das erkannt wird, verschwindet das, weil das dann ist dieser Reiz irgendwie weg oder dann löst es, du löst das dann auf. Genau, ja. Äußerst, äußerst, äußerst spannender und wichtiger Punkt, ja. Und ich glaube, zu deiner Frage, was der Schlüssel ist für eine erfüllte Partnerschaft, ich glaube, die Liebe zur Wahrheit ist ja genau ein Aspekt, wenn ich die Wahrheit möchte, auch bezüglich mir selber, dann will ich ja automatisch die Lügen, die ich mir selber aufgebaut habe, die da hinten in meinem Unterbewusstsein rumschwirren, möchte ich die entlarven. Und ich möchte frei von denen werden, weil dann bin ich nicht mehr in der Lüge, sondern in der Wahrheit. Und das ist auch so eine wichtige Intention oder eine Entscheidung, die ein Schlüssel dazu ist. Ja. Das schreibst du auch eigentlich so in deinem Blog. Ich würde das gern zitieren, um den Zuhörern und Zuhörerinnen noch auf den Weg zu geben, weil es wirklich sehr beeindruckend, was du in deinen Artikeln, welche Tiefe
eine Reflexion du reinbringst. Und ich möchte es wirklich empfehlen. Und du schreibst in dem Artikel, die Basis einer gesunden, tragfähigen und dauerhaften Partnerschaft, schreibst du, daher ist die Basis einer gesunden, tragfähigen und dauerhaften Partnerschaft immer die Arbeit an sich selber. Das ist ja, was du gerade gesagt hast. Wenn beide Partner erkennen, dass sie beide solche Anteile in sich haben und sie dennoch als Menschen lebenswert sind und dass sie sich gegenseitig spiegeln, ist das sehr wertvoll. Oft hat man sich nicht zufällig genau den Partner ausgesucht, den man gerade hat, denn er spiegelt meistens genau die eigenen Anteile. Er holt sie aus einem heraus, provoziert sie manchmal sogar unbewusst. Das alles geschieht deswegen, weil die Seele heilen will. Sie will, dass wir diese verdrängten Anteile in uns endlich sehen. Nur verstehen das die meisten Menschen noch nicht. Doch immer, wenn wir bei uns etwas anerkennen und dadurch erst unser Verhalten verändern können, wird sich auch etwas in der Partnerschaft positiv verändern. Wunderschön. Ja, danke für deine Einsichten. Ich möchte mit einer Frage schließen. Und zwar, du beschäftigst dich auch viel mit dem Thema neue Erde, ja, was neues Bewusstsein, Wandel, Transformation der Erde und selbst. Wie entsteht diese neue Erde aus deiner Sicht und was ist das dann genau? Ja, ganz schöne Frage. Und ich habe auch mal geglaubt, dass diese Zeit kommen wird, dass die Menschen dann irgendwie das Böse auf der Welt, sage ich mal, die Menschen, die eben vieles da an Chaos verursachen, wenn die weg sind, dann haben wir Frieden. Ja. Und das war sehr naiv. Und es gibt auch keinen Zeitpunkt, dann wird es geschehen oder innerhalb von kürzester Zeit. Da bin ich auch schon ein paar Mal drauf reingefallen. Und mittlerweile bin ich mir so klar, dass dieser Wandel, die neue Zeit, geschieht ebenfalls in uns. Also wenn ich die neue Zeit, diese neue Qualitäten in mir freigelegt habe, eben meine Schatten angeschaut, mich geklärt habe, authentisch bin, und wenn die Menschen zu einem großen Prozentsatz oder zu einem bestimmten Prozentsatz diese Authentizität wieder in sich erlangt haben, eben durch Bewusstwerdung, dann sind sie die Pfeiler dieser neuen Gesellschaft. Weil solche Menschen lassen ganz andere Dinge entstehen im Außen, weil sie im Innen eben klar sind. Sie brauchen keinen Machtmissbrauch. Sie wollen das Beste für alle. Es wird neue Systeme geben, wo Menschen, ja, wo wir heute gar nicht vorstellen können. Aber das wird durch diese Menschen geboren. Und darum, um ein Mensch dieser neuen Zeit zu sein, ja, fang an, bei dir selber zu schauen. Sehr schön. Damit möchte ich auch den Podcast schließen mit diesen letzten Worten von dir. Oliver, ich danke dir für das wunderschöne Gespräch, für deine tiefen Einsichten, für diese Selbstreflexion, die du mit reingebracht hast. Und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ich verlinke deinen Telegram-Kanal, die Blogs, alles unter dem Video. Schaut euch das an, das ist wirklich inspirierend. Wenn Fragen sind, schreibt das in die Kommentare rein. Ich gebe das an Oliver weiter. Gerne, ja. In dem Sinn, Oliver, vielen Dank. Super, herzlichen Dank. Schön, habe mich sehr gefreut. Schönen Abend dir noch. Euch auch allen noch einen bewussten Abend. Und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Bis dann. Tschüss, Thomas. Tschüss.